Hier spricht wieder Ustra und es geht zurück in die Heimat der Zwerge. Denn wir sind mit dem Amboss der Leere fertig, haben jetzt eine Krone. Das war verdammt nochmal schlimmer, als ich erwartet hätte. Seid ihr bereit, in die Stadt zurückzukehren und die Neuigkeiten zu verbreiten? Auf zur Versammlung! Lass uns gehen, solange mir ein neuer König noch nicht von Nutzen sein kann, ja. Ach, die Dashirs versuchen seit Jahren, die Stadt zu zerstören. Es ist ihnen bisher noch nicht gelungen. Also zurück nach Orsama. Ich denke mal, wir haben auch eine lange, beschwerliche Reise hinter uns und wir bräuchten ein bisschen Ruhe. Das würde, glaube ich, allen gut tun. Na komm. Irgendwann, da ist man auch zu Hause bei den Zwergen, wo es dann die Krönungszeremonie gibt, weil ich eine Krone habe. Hallo, hallo, hallo. Lords der Versammlung, ich bitte um Ruhe. Dieser Streit führt doch zu nichts. Wozu denn diese Verzögerungstaktik? Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm da streitig machen? Das erste Mal, dass wir ihn sehen. Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschall. Aber der graue Wächter ist zurück. Ja, so ist das. Nicht Achselzucken, zuhören. Wächter, welche Neuigkeiten bringt ihr? Ich habe eine Krone vom Paragon Carradin für den von ihm favorisierten König. Nein, ich bringe eine Krone, geschmiedet von Carradin, auf dem Amboss der Leere. Carradin war im Körper eines Golems gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Carradin eine Krone für den nächsten König von Orsama, auserwählt von den Ahnen selbst. Ich würde Orgrin ja gerne glauben, aber es ist wohl bekannt, dass der graue Wächter in Belens Diensten steht. Ruhe! Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Sagt uns, Wächter, auf wen fiel Carradins Wahl? Carradin hat Belen gewählt. Ich sag einfach, dass er das gemacht hat, oder? Das ist am einfachsten. Ja. Komm. Endlich. Das Trauerspiel hat ein Ende. Und ich kann meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron des Vaters einnehmen. Was wollen wir da drum rumreden, dass ich das auswählen darf? Zitter nicht so, alles ist gut. Das sind nur Zwerge, jetzt komm doch runter. Auf der anderen Seite war es eine lange Reise bis hierhin. Mögen die Erinnerungen euch für wert befinden. Erster unter den Lords der Häuser, König von Orsama. Die passt ihm gar nicht, die Krone. Naja. Erkennt ihr mich als König an? Ich kann mich einem Paragon nicht widersetzen. Der Thron ist euer, König Belen. Dann lautet mein erster Befehl als König, lasst diesen Mann hinrichten. Wachen, ergreift ihn! ich habe getan, was ihr verlangt habt. Wo sind jetzt meine Truppen? Haribond war ein ehrbarer Rivale. Er sollte sich in Frieden zurückziehen. Ihr wisst besser als jeder andere, was für ein Krieg uns erwartet, Wächter. Orsama kann sich Uneinigkeit nicht leisten. Wer meine Regentschaft unterwandert, dient damit der dunklen Brut. Ich werde im Palast meine Generäle versammeln und unsere Streitkräfte für die Oberfläche bereit machen. Wir sehen uns dort, Wächter. Seid meiner Dankbarkeit für all eure Taten gewiss. Okay, naja, ich hab's versucht. Egal, dann muss er halt sterben. Ist auch nicht so schlimm, oder? Wir haben den eh kaum gesehen. Nie, besser gesagt. Ihr habt euch mehr als bewiesen, Wächter. Ja, sicher. Ohne eure Hilfe hätte ich den Thron nicht so leicht und so schnell bekommen. Ihr werdet ein stärkerer König sein als Haramond. Der Thron gehört zum Haus Edukan. Glückwunsch, bravo, wo sind meine Truppen? Wie ganz Orsama nun sehen kann. Meine Generäle bereiten bereits einen Kampfeinsatz an der Oberfläche vor. Wenn ihr uns braucht, steht euch jeder kampffähige Zwerg okay. von Orsama zur Verfügung. Das ist klar. Ihr habt mehr geleistet als erwartet.
darum gewähre ich euch zusätzlich noch eine persönliche Belohnung. Das war die Lieblingswaffe meines Bruders Trian. Nehmt sie an euch als Erinnerung an eure Bande mit Orsama. Das ist nett. Ich bin sehr beschäftigt. Wenn sonst nichts anliegt... Ich will mein Gesicht auf einer dieser großen Statuen. Fände ich natürlich richtig. Ja, gib ich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Jetzt muss ich mich um die anderen Bittsteller kümmern. Besucht mich mal wieder. Belen ist Verbündeter. Scheißegal auf Belen. Ich will nur meinen Kopf auf einer riesigen steinerne Statue sehen. Das ist das, was wirklich interessant ist. Trians Streithammer interessiert mich. Wahnsinn nicht. Versteht er? Okay. Haben wir das geklärt? Schön. Macht ja Spaß. So will ich das. Und jetzt ab an die Oberfläche, denn wir müssen unsere Wunden versorgen. Die zahlreich sind, vor allen Dingen bei Ogryn. Naja. Vielleicht werde ich nochmal aufgehalten von irgendwelchen netten Leuten, die nicht wollen, dass ich jetzt der Mann hier bin. Graue Wächter. Ihr habt sogar unsere Besten beeindruckt. Hi! Wenn es mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Kann ich darauf zählen, dass ihr an meiner Seite gegen die Verderbnis antreten werdet? Nein, unser Platz ist hier unten. Wenn ihr die Verderbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Das ist gut. Das ist mehr, als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Wir brauchen euch an der Oberfläche, zeigt, wie gut ihr seid. Nee, das will ich nicht. Das müsste dann wohl reichen. Möget ihr euer Bestes geben. Es ist ein Zwerg. Will ich ihn... Bis zur Umarmung des Steins. Ja, bis dahin. Was will ich ihn dazu überzeugen, an die Oberfläche zu kommen? So, das ist doch schön, da haben wir doch alles geschafft hier. Zwerge lebt hoch, Zwerge lebt auf, Zwerge... Was ist da denn? Haus Harrowmont. Achso, ja, da will ich gar nicht mehr rein, ich denke mal. Das hat sich hier erledigt. Wir gehen jetzt noch ein Stück und dann schauen wir, dass wir wieder ins Lager kommen. Ogryn wird wahrscheinlich auch mitkommen, der wird wir höchstwahrscheinlich uns auch nicht verlassen, nach den ganzen... Strapazen, die er mitgemacht hat. Vielleicht kann ich hier noch was verkaufen. Ich guck mal. Ich frage nur, weil... Lass mich sehen, was du hast. Ich will Sachen verkaufen. Boah, Blutlinie ist auch eine geile Axt. Diese normale Streitaxt kann ich verkaufen. Es ist so viel, was ich habe. Und so wenig, was ich wirklich... Ich weiß nicht, ob ich eine Truhe oder so habe, wo ich die ganze Scheiße mal reinballern kann. Ich will das nicht mitschleppen. Ich will das aber auch nicht unbedingt verkaufen und loswerden. Ich möchte schon die Sachen in Ehren halten und vielleicht gibt es die eine oder andere Situation, wo man diese Waffen und Rüstungen und Runen und was ich nicht alles gefunden habe, irgendwann gebrauchen kann. Ach, oh, das ist ein Quest. Achso, ja, vielleicht können wir... Achso, wir müssen noch unbedingt in die Halle der Erinnerungen. Gut, dass ihr mich das daran erinnert. Sehr gut. Hallo, Filda. Ach, das war die mit dem... Ihr seid zurück. Bei all der Aufregung wegen des neuen Königs hatte ich nicht erwartet, dass... Wisst ihr etwas über meinen Ruck? Es tut mir leid, ich habe nichts gefunden. Es tut mir leid, Ruck ist tot. Güle fressender Irre, das ist schön. Ja, aber ihr solltet es vielleicht nicht hören. Das werde ich wohl sagen. Was ist? Ist er tot? Bitte quält mich nicht. Er ist tot. Ja, ich denke mal, wir sagen das. Oh. Mein armer Junge. Hier. Naja. Das ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe niemanden mehr, für den ich ihn aufbewahren könnte. Ja, das ist doch gut. Ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Ihr habt für diese Nachricht viel riskiert. Ja, sind doch alle glücklich. Der Ruck kann verrückt durch die tiefen Wege springen und ich habe Loot. Und das ist da alles, was zählt. Rucks Schild, ja. Auch schön, ja. Das ist ganz toll. Wir müssen mal zurück in die Halle der Erinnerung. Blöd. Das hätte ich vorher machen können. Als wir da waren. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Mistig. Aber wir laufen ja gerne.
Da solltest du Magier in sicherer Entfernung postieren. Ja, ja. Ich muss auch noch gucken, dass ich weitere Bücher finde für weitere Spezialisierungen, denn unsere tolle Morrigan darf sich auch nochmal weiter spezialisieren und da werde ich irgendwas Gefährliches nehmen. Aktuell Kampfmagier oder so. Anhänger des entehrten Lord Harrowmont gehen auf die Straße. Tumult steigt zum 10% an. Gut, die Tumult-Skala. Die täglich überwacht wird. Sehr gut. Schon unterwegs. Ja, gehen wir doch da runter. War auch mein Plan. Halle der Bewahrung. Hier ist auf jeden Fall hoffentlich noch einiges, was wir tun können. Guten Tag. Ich habe hier einiges. Orta. Ich war in Sorge. Ich wusste nicht, ob ihr überhaupt zurückkommen würdet. Habt ihr Unterlagen gefunden? Irgendeinen Hinweis auf den alten Ortenteig? Ich habe die Unterlagen dabei. Ihr habt sie gefunden? Lasst mal sehen. Kennst du jemanden davon? Kommt jemand bekannt vor? Das ist der Name meiner Urgroßmutter. Und ihr Mann. Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Gerne. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Nice. Alles, was ich will, ist genau das, was ich will. Sehr schön. Das haben wir doch schon mal gut gemacht. Sehr beeindruckend, Wächter. König Belens Übernahme des Throns von seinem Vater wurde in den Erinnerungen vermerkt. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Hier ist ein Abrieb, der euch vielleicht interessiert. Was ist das? Eine Liste von Namen? Die meisten dieser Clans gibt es gar nicht mehr. Ist das echt? Darauf könnt ihr euren haarigen Arsch verwetten. Das stammt immerhin von einer Tafel in Carradins Festung. Dann sind sie wahr. Die Gerüchte über Carradins sogenannte Freiwillige. Erstaunlich. Ich würde gerne eine Kopie davon anfertigen. Die Halle der Bewahrung hat kaum Informationen über Carradin und seine Golems. Das ist ja gewaltig. Ja, freue ich mich. Wächter, hoffentlich ist dieses Artefakt aus unseren Archiven als Belohnung ausreichend. Ich muss sofort die Halle der Bewahrer informieren. Ja klar. Schreiber, Erinnerungen, zack. Gucken wir da auch mal durch. Wir haben ein Artefakt gekriegt. Das ist immer schön, dass man nie weiß, was für ein Artefakt. Schockbeschichtung wird es wohl nicht sein. Entschuldigung? Keine Ahnung. Erhaltene Gegenstände. Irgendwas halt. Kann man mal so... Ist auch völlig egal. Erhaltene Gegenstände. Jetzt geht er einfach nur ins Inventar. Gut. Dann gehen wir nochmal schnell zur Versammlung. Gucken uns, hören uns an, was die Ortan da zu sagen hat. Besser gesagt, was sie als angemessen, ich gebe euch alles als Belohnung, rausrückt. Ich hoffe, das wird einiges sein, weil ihr wisst ja... Guten Tag. Ich heiße Orta, nach dem alten Haus Orton. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orton noch Geld schulden. Geil. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Unterstützt einfach weiterhin König Belen. Es reicht mir, dass ihr glücklich seid. Ach, eigentlich... Ja, es reicht mir, dass ihr glücklich seid. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt, aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt. Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orton wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Hoho, ganz offiziell. Schön! Ja, hat mir also nicht so viel von alles, was ihr haben wollt. War ja nicht dabei, wie alles, was ich haben will. Also ist ein bisschen geringer ausgefallen. Naja, gut, nicht so schlimm. Wir gehen trotzdem in eine kleine Pause. Ihr könnt dann morgen weiter schauen, wie es hier weitergeht bei Dragon Age Origins. Lasst doch einen... Ja, aktuelle Nachrichten ist jetzt vorbei. Vielleicht lässt ihr einen Däumchen da oder abonniert das Ganze. Wie auch immer, wir sehen uns hoffentlich in alter Frische beim nächsten Mal wieder. Ciao.